Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Plays Stonehearth. Und wir hatten in der letzten Folge schon gesehen, dass hier die Weste fertiggestellt wurde. Die lässt sie jetzt aber irgendwie einfach nur hier fallen. Das hat mich gerade so ein bisschen irritiert. Eigentlich sollte das doch hier in dem Lager landen. Aber macht es irgendwie nicht. Gut, macht nichts. Einmal so ein Teil können wir noch herstellen. Und nochmal ein Upgrade-Outfit. Und dann können wir ihr hier nochmal den Auftrag geben, bitte nochmal weitere 20 verarbeiten. Dann weitere 5. Und dann können wir nämlich mal gucken, was wir mit den Sachen dann anstellen. Aber so kann sie jetzt erstmal die Sachen noch verarbeiten, dann haben wir nämlich auch diese Ressourcen hier weg. So, und? Katsching. Warum haben wir eigentlich noch 2 übrig? Haben wir uns verzählt? Braucht 3. Ja, wir haben uns verzählt, wie Idioten. Also ich Idiot. Ich habe mit 4 gerechnet. Warum habe ich mit 4 gerechnet? Keine Ahnung. Das heißt, wir haben 22. Wenn wir noch 2 weitere machen, dann haben wir 24. Und dann kriegen wir für 3 kriegen wir dann 8 Stück. Das heißt, wir können dann noch weitere 3 Stück machen. So. So macht Sinn. Dann haben wir nämlich diese ganzen Garne weg. Oh. Und mal wieder hier einen Stack Error. Das passiert übrigens sehr häufig hier, wenn dann die KI hier hingehen will, will hier Items holen, findet die hier aber nicht mehr, weil sie beim Umzug schon nach hier hingewandert sind. Der Vorteil ist, jetzt liegt alles hier an einer Stelle, somit ist die KI zumindest besser in der Lage, hier alles hin und her zu transportieren. Und eigentlich sollte jetzt auch bald mal einer ankommen und sich hier mal diese Westen holen. Das macht aber irgendwie noch keiner. Kurz mal geguckt, das sind die 3. Das ist der untere. Und da sind die restlichen. Hm. Gute Frage, bis jetzt ist da irgendwie noch nicht das Interesse gesteigert, da mal was zu holen, aber okay. So, Fenster brauchen wir natürlich auch noch welche. Die lassen wir dann auch nochmal herstellen. Erstmal 6 Stück wieder. Und dann brauchen wir komfortable Betten. Dafür brauchen wir diese Cloth Resources. Da sollten dann vielleicht schon ein paar Stück fertig sein. Machen wir mal 4 Stück. Und je nachdem, wie schnell die Kollegin hier ist. Dann haben wir vielleicht auch schon die ersten Ressourcen hier wieder fertig. So, die Fenster sind natürlich hier sehr zügig herzustellen. Silkweed haben wir hier natürlich auch noch eine ganze Menge. Nahrungsvielfalt kann man jetzt natürlich noch nicht viel von reden. Und vor allem Silkweed werden wir auf die Art auch nicht unbedingt ewig mit auskommen. Also klar, wir haben jetzt hier riesige Ressourcen noch, aber früher oder später werden wir ja mehr brauchen, wenn wir mehrere Weaver eventuell irgendwann mal herstellen. Also nicht herstellen, sondern beauftragen können. Und dementsprechend brauchen wir natürlich noch ein paar Stück mehr. So, die Westen gehen natürlich hier weg wie warme Semmeln, man sieht schon. So, Holz haben wir nicht mehr so viel, wie es ausschaut. Aber unser Haus nähert sich so langsam der Fertigstellung hier. Nicht mehr allzu lange und dann ist die Hütte fertig. Dahin werden noch die restlichen Fenster jetzt eingepasst. Und dann ist die Laube fertig. Jetzt haben wir natürlich hier noch 2 Haken. Da können wir mal gucken, was machen wir damit. Mart Rail, der hat ziemlich viel beim Mind, den würde ich jetzt eigentlich nicht gerne als Farmer verbraten. Ach, der auch. Der hier hat nicht so viel.
Lorna Bobb. Und da würde ich mal sagen, sie hier wird unser erster Farmer. Aktuell gibt es natürlich für die ganzen Mind-Sachen und sowas gibt es da noch nicht viel. Jetzt mal gucken hier. Der hat 6. 6. Und er hier ist eigentlich mehr oder weniger so ein ziemlicher Allrounder. Der kann eigentlich so ziemlich alles. So, ein Hammer, ein Farmer. Also einen Allrounder würde ich jetzt nicht gerne für verbraten. Aber wir könnten hier Sean Khan. Ach nee, das ist der Allrounder. Sie hier. Nee, ihn hier. Mad Whale. 6-1-1. Komm, den machen wir mal zu unserem zweiten Farmer. Der kann dann auf dem Feld darüber philosophieren, sein oder nicht sein. Seht ihr schon, die Jungs legen hier auch gleich los und bestellen die Felder. Erstmal müssen sie die Felder generell mal erstellen. Das ist der erste Schritt. Und dann werden sie darauf eine Saat ausbringen. Das dauert natürlich ein bisschen, aber wir haben hier jetzt 2 Stück und da sollte das jetzt nicht mehr so der Akt sein. So, er hier wartet auf die Stoffe. Und hier sollte eigentlich noch, ja, da sollte gewebt werden. Da die Ressourcen noch nicht umgetragen wurden von hier nach dort, dauert das halt natürlich noch ein bisschen länger. Weil sie jetzt ständig hin und her laufen muss. Aber so leert sich zumindest das Lager hier. Wir könnten das natürlich nochmal beschleunigen. Nämlich hingehen und sagen Remove. Und jetzt sollte spätestens jede freie KI mal auf die Idee kommen, wir sollten mal was umtragen. Kann aber, wie gesagt, sein, dass die KI ein bisschen vor sich hin eidelt. Das Silkweed hier, das wird jetzt ja wenigstens schon mal verbraucht, dann haben wir das weg. Wir könnten mal schauen, vielleicht machen wir noch mal ein paar Fenster, die brauchen wir bestimmt noch mal welche. Machen wir noch mal 4 Stück. Und schieben die in der Hierarchie nach oben. Der Carpenter wird sehr wahrscheinlich trotzdem jetzt erstmal nicht raffen. Wie viel brauchen wir denn noch? Da haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 Fenster bräuchten wir noch. Eins, zwei, drei, vier. So, der Carpenter rafft es wie gesagt nicht, weil hier dieser Auftrag schon angefangen ist. Wenn wir den jetzt entfernen und lassen ihn danach einfach mal 5 betten, da werden wir schon genug haben. Dann bringt er jetzt das Holz einmal weg, um es nochmal zu holen, um dann was herzustellen. Ist ein bisschen blöd, aber aktuell geht es halt nicht anders. Finde ich jetzt aber auch kein Beinbruch eigentlich. So, dann wird hier das restliche Holz wenigstens noch verbraten. Ja, wir haben echt nicht mehr so viel, ne? Wird wohl bald nichts mehr anderes übrig bleiben, als hier mal so einen Baum wegzubolzen. Aber vielleicht könnten wir erstmal hier hinten eine Leiter hochzimmern. Vielleicht ist dafür noch genug Holz dann da. Ja, einer ist schon mit dem Holz unterwegs. Dann können wir nämlich hier oben mal Bäume wegmachen, weil ich würde eigentlich ganz gerne hier unten die Bäume in der Nähe unseres Haupthauses noch ganz gerne so weit lassen, wie es geht. Dann können wir hier die Bäume weghauen. Die stören mich jetzt erstmal nicht so sehr. So, hier wird wieder Mittagspause gemacht. Okay. Schon wieder Nil. Also sehr viele Nil-Fehler. Gut, das ist, finde ich, jetzt nicht so extrem schlimm. So, hier sieht man verschiedene Pelzarten. Da haben wir natürlich eine ganze Menge schon an Fell. Vielleicht können wir da demnächst auch nochmal ein bisschen was verbraten. Da zum Beispiel Sweat Resource, das heißt, wir brauchen erstmal welche. Machen wir mal 3. Und dann können wir da auch nochmal 3 herstellen. Ruhig mal so ein bisschen was hier in die Queue reinhängen. Und jetzt hängt es natürlich am Holz, warum die Fenster nicht fertig werden, weil wir keins mehr übrig haben. Aber ich hoffe mal, die KI holt sich da demnächst mal von da oben das Holz. Die stehen hier gerade malerisch in der Gegend rum und jetzt raffen sie, ey, ich könnte ja mal was machen.
wie zum Beispiel die Fensterrahmen hochzimmern. Ja, gut. Finde ich, wie gesagt, ich finde es echt nicht schlimm. Also, dafür, dass es jetzt gerade eine recht frische Version ist und man eigentlich jetzt noch nicht so viel erwarten kann, ist es doch eigentlich schon nicht so schlecht. So, jetzt sind die Felder jetzt auch gleich fertiggestellt. Und, na, jetzt sind sie fertig. Hier haben wir noch Beeren, die gepflückt werden können. Fiber Resources. Und jetzt fängt auch die KI an und seht hier auch die verschiedenen Sachen aus. Wir können nochmal nachgucken, für die, die sich nicht dran erinnern. Hier gibt es Turnips. Hier gibt es Kürbisse für Halloween bald. Hier gibt es dann auch die... hier gibt es auch Korn, also Mais. Und hier haben wir wieder Turnips und hier unten waren dann die Fiber Resources, damit wir nicht mehr abhängig sind von wilden Fiber Seed. So, wie sieht's hier aus, das Holz? Wird hier noch brav eingelagert. Aber auch mehr so für Bedarf. Also das heißt, gerade wenn was gebraucht wird, holt sich einer mal was. Mehr ist es auch gerade nicht. Hier hat sich das auch wieder selbst eingerenkt, dass hier eine Fiber Resource einfach so drauf stand. Und wenn jetzt meine Rechnung aufgeht, ja, dann sollte jetzt noch eine geholt werden, dann sollte das fertig sein. Und er hier kann dann auch anfangen mit den Betten. Eins braucht er noch, ein Fenster, und jetzt sollte er eigentlich mit den Betten anfangen. Das ist ein bisschen blöd, dass die KI sich einfach hier oben nicht des Holzes annimmt. Womit auch immer die jetzt gerade beschäftigt sind, genauso hier unten. Das holt sich auch irgendwie noch keiner. Deswegen versuche ich das jetzt so schnell wie möglich halt zu verbrauchen. Das heißt, die Blumen werden produzieren. Die Nahrung hier wird dann irgendwann schon aufgebraucht werden. Das mit dem Stein müssen wir mal gucken. Fenster sollte jetzt auch so langsam das letzte drin sein. Sieht gut aus. Ebenfalls. Und ebenfalls. Super. Das heißt, unser Haupthaus ist fertig. Jetzt sieht es natürlich noch ein bisschen schmucklos aus. Dafür, dass es so ein Haupthaus ist. Aber das können wir ja umgestalten. Erstmal mal das Feuerchen mal ein bisschen beiseite. Machen wir ruhig mal hier hin. Die Standarte. Machen wir mal davor. So. Oder? Nee. Dann hängen wir die Standarte mal hier so hin. Einmal gedreht und einmal ein. Schon besser. So, die Ressourcen hier, die Fellressourcen und sowas, die müsste sich die Kollegin hier gleich abholen. Ja, jetzt sollte es soweit sein. Da hinten liegt ein Fellknödelchen alleine rum. Das Holz holt immer noch keiner, das ärgert mich so ein bisschen. Jetzt müsstest du noch eins holen. Von hier. Und ab und an kommt auch mal so die vereinzelte KI auf die Idee, ach, wir könnten mal Nahrung umtransportieren. Jetzt haben wir die erste Pelzressource. Und, tada, so. Leider holt sich hier irgendwie noch keiner das. Müssen wir das den Leuten manuell anweisen? Ne, irgendwie nicht. Normalerweise sollten die sich das dann selber holen, aber irgendwie... Gut, es kann jetzt auch daran liegen, dass die KI halt einfach hiermit noch sehr überfordert ist, weil da so viele Items rumliegen. Und die das vielleicht erstmal erledigen wollen, man weiß es nicht. Ich lasse die erstmal machen. So, Fiber Resources liegt da hinten natürlich noch ein Arsch voll rum. Machen wir ruhig mal 30 Stück hier. Doof, dass ich das nicht eingeben kann. Wenn man da mal mehr machen will, ist das natürlich ein bisschen blöd. Dann kannst du davon 30 Stück herstellen.
Thread Resource braucht man dafür. Da brauchen wir Cloth, Cloth, Leather, Cloth, Wood. Das ist eigentlich ganz cool. So ein paar Garnressourcen brauchen wir. Das heißt, machen wir ruhig mal nur 5. Dann ist die Hälfte davon weg. Ein paar haben wir ja davon noch übrig. Wie sieht es mit dem Pelz aus? Mit dem Pelz hätten wir noch 2. Also da könnten wir eigentlich noch mal 2 und 2. Das machen wir dahin, das machen wir dann mal dahin. Und jetzt sollte die eigentlich die KI so intelligent sein, dass wenn sie das eine hier erledigt haben, dann sollte der Stack eigentlich wieder hier oben anfangen. Ich hoffe zumindest, dass sie so weit intelligent ist. Gerade wird erstmal hier gespachtelt und oh, 1A has no mob content. Component. Mhm. 1A. Okay. Jetzt sollte aber eigentlich die KI in der Lage sein, sobald jetzt hier gespachtelt wurde, den Auftrag zu erledigen und dann hier oben hinzugehen. Das Fiber sollte ja nicht so wild sein. So ein Neustart, wie gesagt, der tut auch immer mal ganz gut, aber jedes Mal, wenn ein Bug ist, da einen Neustart zu machen, ist natürlich jetzt auch keine Lösung. So, hier wird aber schon fleißig geerntet, das ist gut. Wo auch immer unser Carpenter gerade, unser Weber gerade unterwegs ist. Da. Das will ich noch beobachten, ob das dann wirklich funktioniert oder nicht. Das ist abgearbeitet und sie holt sich auf jeden Fall schon mal was, das ist gut. Und das wird grün, sehr gut. Das heißt, das klappt, wenn man dann wenigstens den einen Auftrag abgearbeitet hat. Okay. Hier ist Erntezeit und ich verabschiede mich erstmal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.